Die Hochschule für Musik in Mainz hat ein neues Zuhause gefunden. Nach 54 Jahren in der Bingerstraße ist sie nun endlich umgezogen. Der Neubau befindet sich auf dem Campus der Universität Mainz. Wie Sie wissen, waren wir an der Bingerstraße bisher an der Kurve, die verkehrsumtobt war. Und das Haus war statisch nicht mehr so ausgestattet, dass wir dort Konzerte veranstalten konnten. Die großen Räume waren nicht zu belegen. Für mich persönlich ist der Dialog zwischen Wissenschaft und Kunst ganz wichtig. Ich bin froh, dass ich hier regelmäßig Kontakt mit den Geisteswissenschaftlern, Naturwissenschaftlern habe, mit der Musikwissenschaft, die ganz in der Nähe liegt. Und ich denke, da profitieren alle unsere Studierenden davon. Der laute Trakt ist, wo wir spielen und singen, und der leise Trakt ist, wo die Bibliothek ist, wo die natürlich auch die ganze Verwaltung ist. Sie können sich vorstellen, dass dort, wo Gehörbildung stattfindet, beispielsweise äußerste Ruhe und Konzentration herrschen muss. Wenn dann in der Nähe ein Trompetenensemble probt, ist bei aller guten Akustik möglicherweise doch etwas zu hören. Und die Räume sind jetzt wunderbar voneinander getrennt, sodass man also nicht immer gestört oder behindert ist in seiner Arbeit. In nur 2 Jahren wurde der 12 Millionen teure Bau fertiggestellt. 1 VD, ja? Auftakt 2/8. Ja. 1, 2, 3. Von dem Gebäude her ist das so eingerichtet, dass Sie in Zukunft Tag und Nacht üben können. Wir wollen das Haus tatsächlich bis morgens um 5 geöffnet halten, von 8 Uhr bis 5 Uhr. Und dann wollen wir etwas schließen, damit gereinigt werden kann. Das ist ein Pluspunkt, und Sie sehen auch jetzt schon übrigens, wenn Sie hier abends vorbeigehen und alles draußen dunkel ist, es sieht, wie wir manchmal sagen, fast wie im Adventskalender aus. 24 Übungszellen stehen den 350 Studierenden zur Verfügung. Auch für den Einzel- und Gruppenunterricht gibt es viele neue Räumlichkeiten. Wir waren ja ganz schlimm dran in letzter Zeit, weil wir hausintern in dem alten Gebäude gar keine Konzerte mehr stattfinden lassen konnten, nur ganz kleine Kammerkonzerte. Jetzt haben wir hier einen Konzertsaal, der ist wunderbar rot ausgekleidet, mit einer Bühne für Chor, Orchester und etwa für 220 Zuhörer. Im roten Saal sind die Proben für die Eröffnungsfeier des Neubaus in vollem Gange. Noch wird fleißig geübt. Aber in nur 4 Tagen muss jeder Ton sitzen. Dann ist es soweit. Am 24. November 2008 wird der Neubau eröffnet. Vor Beginn der Bauplanung habe ich ein Bonmot des römischen Satirikers Juvenal, nachdem ein gesunder Geist nur in einem gesunden Körper wohnt, leicht abgewandelt in Musica sana in domu sana. Also eine gesunde Musik kann nur in einem gesunden Haus stattfinden, oder anders gesagt, Kreativität kann nur in einem ästhetisch animierenden Haus geweckt werden. Dieser Wunsch ist nun in Erfüllung gegangen.